Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge wurde Fürst Klein ermordet. Ja, und dafür ermorden wir jetzt auch jemanden. So, das gibt's doch nicht. Einfach kaltblütig erschossen von Rashogo-Soldaten, nehme ich an. Und, oh nein, da sind sie schon. Ich glaube, ich habe Tipo am Boden gesehen. Nein, ey. Stopp, Spinne. Wer bist du denn? Hallo? Wer bin ich? Man guckt uns so blöd an und haut dann ab. Da. Stand down this instant. What point is there in fighting after you've completed your mission? Or are you mere savages who take delight in the suffering of your countrymen? Let us return to the manor. Das war episch. Right. Was ist das? Hallo? Elise? Und Mila? Was für Prioritäten haben die denn hier? Mein Gott. Na gut. Der Typ ist doch sowieso schon tot. Boah, das klingt jetzt voll kalt. Boah, ich kann ja voll halt Arsch sein. Super. Tja, was jetzt? Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Everything okay? Yes, I have made arrangements for Lord Klein's funeral, although the ceremony will be brief. How could this have happened? Durch einen Pfeil ins Herz. The arrow that took my master's life was of a unique design, one used only by Noctagal's personal guard. And considering the timing of the army's invasion, it's obvious this was all a plot by Noctagal. The assassination allowed him to seize complete control of Rashogal. Noctagal does think big. I wonder where they took Mila and the others. Fort Gandala, most likely. A single division of troops couldn't possibly attack multiple cities in a short time. It's reasonable to assume that Sapstrath Seahaven remains safe and under Sheryl control. Thus, our attackers must have been ordered to return to Fenmont. And Fort Gandala is the only place equipped to house troops between here and there. Good thinking. Makes sense to me. We have to save them. I like your moxie, kid, but we're talking about a fortress here. It's not like we can storm the walls. Ah. On the contrary, we do need to rush. Tonight may be our only chance. The morale among those troops was visibly low. And now they've been forced to march home after battle with no rest. They'll be at their weakest. And don't forget we have a trump card ready and waiting. That's right. The men we sent to infiltrate the fortress. We should depart at once. A butler, huh? Who is this old man exactly? Das musst du ausgerechnet sagen. Hallo? Milas Kämpfer. Oh, wenn man jetzt Milas Seite gespielt hätte, dann hätte man ja... Das finde ich jetzt interessant. I can't believe they got Mila. Are you so surprised? These are the same thugs who snared the four great spirits. And I let the same thing happen again. Let's get moving, gentlemen. We can't afford to suffer any more losses. Aren't you listening? These guys are way out of our league. Don't be ridiculous. They haven't a chance. Especially against a warrior of your considerable talent. Hmm? Didn't take you for the sort that props up comrades with sweet talk. That depends on the comrade. Does it seem to be working? A nice effort, but I only fall for flattery when it comes from the lips of a lady. Then let's go save Mila and the others. I'm sure they'll praise you. Oh yeah? Well then, I guess I'll put out a little effort. Okay. Na gut.
Kalis Höhenstraße. Nein. Da, da. Ah, okay. Ja, super. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt interessant. Wenn wir jetzt Mila am Anfang genommen hätten, dann hätten wir gewusst, was da alles passiert. Weil ich habe schon oft gehört, ja, das ist eigentlich genau die gleiche Story. Ob du jetzt den oder den Charakter am Anfang nimmst, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Ja, ich sehe einen riesigen Unterschied, spätestens jetzt. So. Ich hole mir mal irgendwie irgendwas. Einen Sprintpanzer. Für Alvin. Zack. Und auf Level 22. Und Brustschutz. Okay. Kann ich mir den noch leisten? Ja, klar kann ich mir den noch leisten. Aber, verdammt. Ich sollte vielleicht erstmal... Wo ist hier der Item-Shop? Was war das? Klingt so, als wäre irgendwas runtergefallen. Verdammt. Kann ich doch jetzt nicht machen. Hier. Nee. Wo ist der Item-Shop? Hallo? Nicht hier. Wo ist der verdammte Item-Shop? Ach ja, da hinten. Ah, ich war und da ist eine Quest. Hallo, ich muss die Mädels retten. Ah. Elise. Warum habe ich das jetzt gesagt? Egal. So, ich brauche... Ich weiß nicht, was der meist verbraucht. Oh, Zitronengummi. Ich nach einer Grenz-Zitrus, ja. Oh Gott. Und auf Level 22. Dann können wir ja direkt noch ein bisschen hier Material schenken. Zack, 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 zack. Zack. Da wollte ich alles offscreen erlegen. Jetzt bin ich trotzdem dran. Ah. Kristalle. Nein, nein, nein. Kristalle. Nee, hier. Zack. Immer 5 übrig gelassen. Okay. Und Waffen natürlich. Oder auch nicht. Lebensmittelhändlerkunde. Okay, ich kann ja hier mal gucken, ob ich ein paar Federn noch habe. Objekte tauschen. Was haben wir denn? 85. Seltsamer Kern, duftende Silberschuppen, was weiß ich. Warte mal. Gibt es hier vielleicht irgendwie diesen rosa Mammut-Elefanten? Horn, was diese pinken Mädels da haben wollen? Kann ich ja mal gucken. Horn eines Einorts. Nein. Das ist der falsche Horn. Ah, schade. Warum wollen die nicht wie andere Mädchen Einhörner oder irgendwie sowas haben? Genau. So, ist hier noch was? Nö. Hazard. Ja, aber wie soll ich denn mit der Männertruppe überleben? Ja, okay, wir haben einen Heiler. Den Solo-Heiler. Aber na, und? Was soll das? Und? Ich habe nicht genug Geld, oder? Glaub nicht. Okay. Was habt ihr denn noch zu bieten? Excuse me, sir. I just wanted to say how great it was seeing someone stand up against those soldiers. Don't you work for the governor? I do indeed. I am Rowan Ilbert, the Sherrill family butler. Well, you really stuck it to them earlier. They should be ashamed of themselves for attacking civilians, let alone kidnap women and children. At least they scattered off afterwards. I guess they're not used to having someone challenge them. They did seem a bit disorganized. Maybe their morale is low. That may very well play a part. But the main reason they ran off is because they hadn't been ordered to kill us. If they had, would they have done it? Even despite their misgivings? That's what soldiers do. That's what all grown-ups do. Working isn't supposed to be easy. I guess so. Ja. Wenn man Tales of the Abyss gespielt hat, dann... Weiß man, wie das Leben eines Soldaten ist. Mehr oder weniger. Herzlos! Nein, aber manchmal hat man wirklich... Ach, wir sind hier! Manchmal hat man wirklich den Eindruck hier, den ersten. Und mein Gott, ist... boah, ist er groß! Und hier sind viele Monster und die müssen wir alle zu dritt erledigen. Ich halte es nicht aus. Ohne Heiler!
Wenn jetzt nicht mindestens der letzte Charakter noch irgendwann zu uns stoßt, dann haben wir ein Problem. Was zum Teufel bist du denn? Der ist voll gruselig, Mann. Und 7000. Und die machen uns fertig, ne? Ja. Elvin liegt schon am Boden. Der Titan liegt am Boden. Oh, was war das? Warte mal, ich habe doch einen neuen Angriff nicht. Jetzt wo ich hier noch mal hin platziert, ich glaube hier. Geil. Zack. Was erinnert mich das? Keine Ahnung. Irgendwie Dragon Ball Z. Zack. Hack. Und oh. Ach ja, wir haben noch die Nudeln. Stimmt. So. Oh. Danach habe ich gesucht. Boah, sieht man ja fast gar nicht. Verdammt. Nein. Geh weg. Ich will nur gegen neue Gegner kämpfen. Obwohl, jetzt wo ich mir den letzten Boss angesehen habe, sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr kämpfen. Ah, das ist doch scheiße. Dann passiert ja in den meisten Parts nichts. Oder ist ein Beutel. Oder ich muss einfach viele Sachen sammeln, damit ich die Shops aufleveln kann, damit ich es einfach habe in den Kämpfen. Könnte ich auch machen. So. Kann ich... Halt. Verdammt. Kann ich... Mit Rowan irgendwas? Nö. Kann ich mit Elvin irgendwie was? Nö. Okay. Aber... Daneben nicht. Mach ich euch eben so kalt. Apropos kalt. Wasser. Halt. Wasser. Ich habe einen Wasserangriff. Zium. Ups, falscher Angriff. Ich meine, Zium. Aua. Und meine TP, die gehen so schnell runter. Aha. Aha. So, jetzt müsste ich eigentlich mehr TP bekommen, ne? Gegen 15 Treffer. Alle 9 Treffer irgendwie 1% mehr TP war das doch. Auf damit. Aua. Was war das? Elvin greift immer so an. Ja, oder geh weg. Ja. Boah. Jetzt läuft nichts nach Plan. So, kämpfe mal im Solo. Verdammt. Ich wollte mein Ding sein. Ach ja, scheiße. Ich bin ja der Einzige, der heilen kann. Da war das Falsche. Verdammt. Hey. Ich habe diese Startänderung Kurierzauber eingesetzt. So, jetzt aber. Zack, aua. Mann. Ich war schon wieder 5 Stunden für einen Kampf. Aua. Ron, komm mal her. Hier. Nein. Komm her. Von mir läuft die Zeit davon. Geh kaputt. Nein, dass die Gegner immer so stark werden. Ja, mein Herr, das war sehr schön. Okay. Eieiei. Läuft nicht gut. So. Würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Ich glaube nicht, dass noch ein Kampf reinpasst. Ja, genau. Sicher, Elvin. Rahmschwarzfedern. Okay, dann mache ich hier einen Schnitt. Ich gehe nochmal die Shops kurz vor ihrem Level up aufleveln. Bam! Und ich weiß nicht, was ich hier mit meinem Fetisch habe, immer zum Speicherpunkt zurückzukehren. Ich habe nur einfach irgendwie eine sichere Aufnahme. So, ich werde dann gleich nochmal nach Sheraton gehen und die Shops kurz vor dem Level up aufleveln und wahrscheinlich dann on-screen aufleveln und dann ein paar neue Sachen kaufen. Habe ich genug Geld? Nö. Okay, ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss!